Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslande. Grüezi miteinander bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. CAR-T-Zell, so heisst ein revolutionäres Verfahren in der Krebsmedizin, das in der Schweiz erst seit 2 Jahren zugelassen ist. Zurzeit ist es Hoffnungsbringer für die Heilung von Lymphdrüsenkrebs und Leukämie und in Zukunft vielleicht auch für andere Krebsarten. Aus dem eigenen Blut filtert man weiße Blutkörper, sogenannte T-Zellen. Die werden in einem Labor gentechnisch verändert, so, dass sie einen Rezeptor haben, der Krebszellen erkennen kann. Anschliessend gibt man diese Zellen am Patienten zurück, wo sie Tumorzellen zerstören. Der bahnbrechende Erfolg ist beeindruckend. Zu reden gibt aber auch den Preis des Medikaments von mehreren hunderttausend Franken. Das Leben von Irene Gall ist schon mehrfach vom Krebs auf die Probe gestellt worden. Mit 30 hat sie Gebärmutterhalskrebs, mit 50 Brustkrebs. Vor 4 Jahren ist dann das Lymphom gekommen, Lymphdrüsenkrebs. Die heute 64-jährige Dielsdorferin hat darüber Tagebuch geführt. Erste Chemo- und Antikörpertherapie im letzten Herbst bringen keinen Erfolg. Es wird schlimmer. Und im Januar habe ich schon wieder gemerkt, dass Knoten anschwillen und dass ich einen körperlichen Zusammenbruch habe. Und dann bin ich wieder zum Arzt und ins PCT. Und dann hat man eben gesehen, dass er voll aggressiv ist. Es folgt eine weitere Therapie mit anschliessender Stammzellentransplantation. Das ist ein sehr belastendes Verfahren. Leider kommt auch das Mal der Krebs zurück. Für die Irene Gall war es der letzte Hoffnungsschimmer. Als erste Patientin im Onkozentrum Hirslanden kann sie dann aber mit der CAR-T-Zelltherapie behandelt werden. Der Professor Christoph Renner erklärt ihr ein neues Verfahren. In einem ersten Schritt tut man aus dem Blut des Patienten weiße Blutkörper herausfiltern. Die T-Zellen kommen per Autokurier in ein Labor nach Amsterdam. Nach einer Qualitätskontrolle werden sie eingefroren und per Flugzeug nach San Francisco gebracht. Bei Kite Pharma, die zum Unternehmen Gilead gehört, tut man diese Zellen mit einem genetischen Verfahren umprogrammieren. Sie haben dann einen sogenannten CAR-Rezeptor, der Krebszellen erkennt. Die unprogrammierten Killerzellen zerstören den Tumor. Das Verfahren ist revolutionär und ist komplett anders als alles, was man bis jetzt gegen Krebs hat. Chemotherapie hat man bisher eigentlich eingesetzt, um hoffentlich schon einigermaßen gezielt mit allen Kritikpunkten, die man da anbringen kann, dass man die Tumorzellen abtötet und zwar so sehr tötet, dass die weg sind. Und das Neuartige ist jetzt, man schaltet das Immunsystem so an, dass das Immunsystem dann wieder die Kontrolle über die Tumoren übernimmt, diese abtötet und dann auch so in Schach hält, dass wenn irgendwann noch mal irgendwo Tumorzellen hochkämen, das Immunsystem quasi vorprogrammiert ist und anwesend ist und sofort wieder die Kontrolle übernimmt. Und das wäre natürlich fantastisch. Die erste Patientin, die mit CAR-T-Zellen behandelt worden ist, heisst Emily Whitehead. 2012 ist die damals 6-Jährige wegen Leukämie unheilbar krank gewesen. Eine Infusion mit den CAR-T-Zellen hat gelangt. Emily Whitehead ist gesund bis heute. Das Wunder hat die Einladung von Barack Obama ins Weiße Haus zur Folge, inklusive präsidialer Unterschrift wegen verpassten Schultag. Zurück zu der Irene Gall. Während Zelltherapie in Amerika hergestellt wird, braucht es nochmal Chemotherapie, damit der Tumor in Schach gehalten wird. Und dann nochmal eine, um das Immunsystem abzufahren, bevor man dann die Tumorkillerzellen verabreichen kann. Die Zelltherapie wird aufgetaut, über den Beutel kommen die Killerzellen als Infusion zurück in den Körper. Das kann eine ganze Reihe von Nebenwirkungen auslösen. Man bleibt 2 bis 3 Wochen im Spital. Ich hatte immer relativ hohes Fieber. Es war zwar sehr unangenehm, weil dann kommst du wieder ein Mittel rüber und dann schwitzt es so, weil das Fieber so schnell abgedrückt wird. Aber ich habe gespürt, in meinem Körper geht etwas. Oder? Also auf eine Art war es ja gut, habe ich das Fieber bekommen. Dann Zittern, ich war schwach, müde, ich habe sehr viel geschlafen. CAR-T-Zelltherapie wird nur gemacht, wenn die anderen Verfahren nichts genützt haben. Solche Menschen haben bis jetzt noch eine Lebenserwartung von Wochen oder Monaten gehabt. Das Verfahren
wirkt aber nur in 50% der Fälle. Also, dass 50% langfristig keinen Rückfall haben, ist ein enormer Fortschritt. Es ist natürlich ärgerlich um die anderen 50, die keinen Vorteil haben, obwohl sie die Therapie auch bekommen. Und es wäre natürlich jetzt schön zu wissen, dass wir im Vorhinein wüssten, wer sind denn die, die profitieren, die kriegen die Therapie, und die, die nicht profitieren, sie bekommen sie nicht. Aber das können wir bisher noch nicht vorneweg entscheiden. Ungefähr 300'000 Franken kostet die Zelltherapie, die von der Krankenkasse seit dem 1. Januar gezahlt wird. Die Anbieter Gilead und Novartis sind für den hohen Preis kritisiert worden. Man hofft, dass durch zunehmende Konkurrenz die Preise runterkommen. Die 64-Jährige weiss auch nicht so recht, woher sie in den letzten Monaten Kraft genommen hat. Der Jagdhund Laszlo war aber eine grosse Unterstützung. Mein Hund hat mir extreme Kraft gegeben, in dem Sinn, dass ich mich einfach nicht fallen lassen, sondern ich bin mit ihm stundenlang da einfach in den Wäldern rumgestochert und habe ihm erzählt, wie es mir geht und so. Ja, er hat mir ja nicht antworten können. So war das ganz gut. 3 Monate ist Irene Gall jetzt krebsfrei. Wenn es bis in 3 Monaten so bleibt, ist sie wahrscheinlich geheilt. Das war es von «Checkup, das Gesundheitsmagazin». Danke fürs Zuschauen. Auf unserer Homepage unten eingeblendet finden Sie Links mit weiterführenden Informationen zu der CAR-T-Zell-Krebstherapie. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und auf Wiedersehen miteinander. «Checkup, das Gesundheitsmagazin» ist Ihnen präsentiert worden von «Hirslanden».